Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Land of Pain. Wir sind in dem Bunker und werden jetzt diese Seite lesen. Fürchterliche Schreie haben wir das letzte Mal gehört von jemandem, der wahrscheinlich jetzt nicht mehr unter uns weilt. Wir stecken hier seit Stunden fest und dieses Monster ist immer noch da draußen. Sollten wir die Tür öffnen, ist das sicher unser Ende. Aus dem Gebäude führt ein Abflussrohr, das in der nahen Schlucht endet. Vielleicht können wir dadurch fliehen, vielleicht ohne bemerkt zu werden. Wir müssen einen Weg finden, den Wasserstand im Becken zu senken und herausfinden, wo es herkommt. Okay. Da wird uns sozusagen ein... Der Druck in den Rohrleitungen ist sehr hoch. Sie könnten jeden Moment platzen. Keine Werkzeuge mehr hier. Der Ort wurde sich selbst überlassen. Naja, keine Werkzeuge. Okay, wie weiter? Den Wasserspiegel senken. Es ist natürlich... Frage, da was drehen können irgendwo oder okay, überlegen. Natürlich jetzt fragen, müssen wir hier wahrscheinlich den Wasserspiegel senken. Schalten wir das ab. Hier konnten wir doch vorhin gar nichts machen. Ich dachte erst hier, da mit den Zahlen vielleicht irgendwie. Da steht nur das rostige Maschinen. Die Folterparade. Sag jetzt nicht, die Tür ist jetzt offen. Ich weiß eben nicht, ob wir schwimmen können, aber das ist ja auch nix. Weil hier kommt ja nicht, es bietet sich so an, hier irgendwie durchzuschwimmen. Ich gehe gucken. Hier geht, ich sehe fast nichts. Definitiv irgendwie eine... Oh fuck. Wir sterben. Wir sterben. Komm schon hoch. Also ich... Die Treppe geht ja hier weit. Das haben wir gerade gesehen. Die Treppe geht da definitiv runter. Habt ihr es gesehen? Ich bescheiße schon fast. Sehen wir es nochmal? Komm, zeig's nochmal. Bitte nur gucken! Doch hier. Diesen Wasserspiegel müssen wir senken. Also es wird definitiv das hier sein. Dieses Becken. Jetzt ist da ein Rohr. Da ist ein Rohr. Wir haben nur dieses Öl. Irgendwo habe ich was übersehen. Also ich glaube nicht, dass wir da tauchen können. Alles, das ist unmöglich. Sag ich jetzt, wir können es uns sonst noch mal versuchen. Ich gehe noch ein bisschen zurück. Hier? So können wir vielleicht hier irgendwie... Dieses Rohr. Hier! Vielleicht da! Komm schon! Wieso bist du das nicht?
Wieso können wir denn das nicht drehen? Ich kann hier nichts machen. Jetzt folge ich dem nochmal. Hier? Wo geht es? Ja, das. Nee, das geht an die Wand rein. Ich habe keinen Plan. Das haben wir untersucht. Wir haben hier alles. Was habe ich übersehen? Irgendetwas. Hier. Hier? Das kam doch gerade untersuchen. Aber müsste noch nicht irgendwie sowas funktionieren? Mehr gibt's da auch nicht. Irgendwo sollte ein Ventil sein, um den Wasserstand in den Tanks zu senken. Ein Ventil. Wir waren ja vorhin da bei einem Ventil. Hier. Wäre auch so irgendwie naheliegend. Ein Ventil, ein Ventil. Ich sehe nichts. Ich kann hier nichts machen. Da sieht man nur den Wasserdruck wahrscheinlich. Werkbank. Ich übersehe das. Ich laufe da sicher tausendmal ran vorbei. Ich weiß es nicht. Das wären doch auch so Ventile. Ich gehe dann gleich nochmal zurück. Hier hinten ist nur Müll. Abfallmüll. Da sehe ich rüber in dieses, ja, Büro oder was man auch gerne sagen möchte. Vielleicht hier. Hier. Ich habe das Schmiermittel benutzt. Ja. Ja. Genau. Schön beleuchtet schon für uns. Muss man aufpassen hier. Hört die auf oder? Hier?
Machen wir ein bisschen vorwärts hier. Ekelhaft, hey. Ja, noch ein Skelett. Ich dachte schon, wow, springt uns gleich was an. Oh Gott. Dem ist wohl dasselbe passiert wie dem ersten auch. Verdammt, ich muss von hier weg sofort. Ja. Wo lang? Hä? Ist auch über... Eisenstange. Das ist nicht dein Ernst. Nein. Nein! Ich weiß auch nicht, wo ich durch muss. Hier! Na komm! Nein! Scheiße! Wir werden das saufen. Nein. Keine Plan. Oh nein. Doch, wir haben noch eine Eisenstange. Benutze sie. Wir saufen. Naja, ich... Mann, wo geht's denn hier raus? Was ist das? Können wir irgendwie durch ein Gitter oder irgendwie was? Wo? Ich werde nochmal saufen, ja. Hier! Komm schon! Wir müssen zurück! Ja, wir werden das nicht schaffen. Kein Plan. Zum Glück war das alles geradeaus, ne? Super. Schwimm! Vielleicht... Ah, vielleicht können wir jetzt mit diesem Eisen oben dann die Tür öffnen. Jetzt versuchen wir das. Das könnte es natürlich sein. Ich sehe nichts. Moment. Sonst müssen wir da irgendwie nochmal tauchen. Diese Tür, weil wir mussten doch was finden. Okay. Ich hatte schon Freude, dass wir da rauskommen. Also ja, rauskommen wir jetzt. Ich habe das Türschloss aufgebrochen, aber die Eisenstange ist dabei gegangen. Ich glaube, ich bin zu alt für so eine Scheiße. Ist nicht halb so schlimm eigentlich wie Outlast, aber eben. Mein Herz. Alles klar. Puh. Weiter. Die unterirdische Struktur. Ich war hier gefangen, konnte aber zum Glück die Eingangstür aufbekommen und fliehen. Ja, das war echt ein Dilemma. Was soll ich da? Die werden uns nichts tun, wenn wir lesen, ne? Ein grässliches Wesen treibt sich hier herum und tötet jeden und scheint Menschenfleisch und Organe zu mögen, aber keine Knochen. Was es auch ist, es war da drinnen, dicht bei mir.
sollte es wahrscheinlich heißen. Ich fand mehr Informationen über ein Portal, aber keine weiteren Einzelheiten dazu. Wenn ich überleben will, muss ich mehr herausfinden und auf Geräusche und verdächtige Bewegungen achten. Mir bleibt nichts anderes übrig, als durch den Wald weiterzugehen. Aber ich sah etwas. Dort in der Dunkelheit, zwischen den Bäumen, bewegt sich etwas. Ich möchte das Buch ein bisschen offen lassen. Doch schön. Ha? Ja, ich würde sagen, was das ist, wenn ich dann das Buch schließe. Ich weiß nicht, ob was kommt, aber falls da was ist, sehen wir in der nächsten Folge von The Land of Pain. Schön, wart ihr mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.